Ein frohes und gesegnetes Osterfest Ihnen allen. Mir fiel dieser Tage ein Spruch von Benjamin Franklin, dem Gründer der Vereinigten Staaten, ein. Der hat gesagt, nur zwei Dinge sind eigentlich ganz, ganz sicher, der Tod und die Steuern. Man kann darüber lachen, aber es ist ja auch ein Stück Wahrheit darin. Wie viele Sicherheiten sind uns in den vergangenen Jahren abhanden gekommen durch die Pandemie, die vieles an Sicherheiten zerstört hat, durch die politische Situation, die wir seit dem vergangenen Jahr, dem Überfall der Russen auf die Ukraine erlebt haben, Europa durch den Brexit Großbritanniens, also vieles, was wir sicher meinten, bis hin zur Energie, die uns zur Verfügung stand, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, ist uns abhanden gekommen. Ostern sagt aber, täusch dich mal nicht, auch der Tod ist nicht sicher. Das Einzige, was sicher ist im Leben, ist, Gott will das Leben. Das ist meine Osterbotschaft für Sie und auch für mich selber. Und wenn ich daran denke, was das bedeuten könnte, dann finde ich, darin steckt ganz viel politische Sprengkraft. Das Leben ist das Entscheidende. Gott steht immer auf der Seite des Lebens. Also sollten wir, die an diesen Gott glauben, der Jesus aus dem Tod gerettet hat, auch auf der Seite des Lebens stehen. Gegen Krieg, gegen Unrecht, gegen auch die Tendenzen, das Leben am Anfang, wenn es um das ungeborene Leben geht, oder das Leben am Ende, wenn es um schutzbedürftiges Leben im Alter, in Leid, in Krankheit geht, zu schützen. Das ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, Leben schützen, wo immer wir es können. Nicht nur menschliches, auch das unserer Umwelt, das der Natur, das der Schöpfung, die uns anvertraut ist. Denn wir haben nur diese eine Erde und ihre Zukunft ist unsere Zukunft. Das alles steckt für mich in diesem Satz verborgen. Gott ist ein Freund des Lebens. Lassen Sie uns das feiern an Ostern mit Jesus, unserem lebendigen, auferstandenen Bruder. Noch einmal frohe, gesegnete Ostern für Sie alle.